Ich habe heute von AVM eine neue Fritzbox Cable bekommen, und zwar die 6660. Jetzt bin ich ja schon stolzer Besitzer einer 6590 und ersetze jetzt also diese Box damit. Dieses Video wird jetzt ein Walkthrough, also was mache ich, wenn ich eine neue Fritzbox Cable bekomme, wie richte ich die ein, was ist zu beachten, kann ich die Einstellungen übernehmen und. Nicht jedes Thema aus dem Video wird jetzt wahrscheinlich für euch interessant sein, deshalb schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich Sprungmarken gesetzt, dann könnt ihr entsprechend zu dem Thema springen, was jetzt für euch interessant sein könnte. Bevor es jetzt aber auf die neue Fritzbox geht, müssen wir erstmal die Einstellungen aus der alten sichern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe eine 6590 Cable und da habe ich ja schon viele Dinge eingestellt, zum Beispiel dünn DNS oder bestimmte Filteroptionen, die ich übernehmen will. Ich habe DVB-C schon gescannt, die ganze Arbeit will ich ja nicht nochmal machen auf der neuen Box, sondern übernehme jetzt hier die ganzen Einstellungen. Dazu gehe ich links auf System und dann auf Sicherung. Die Einstellungen werden mit einem Passwort gesichert, denn da sind auch ganz schön pikante Sachen wie euer WLAN-Passwort zum Beispiel dann mit drin, also nehmt da bitte ein sicheres Passwort. Ich klicke dann auf Sichern, sobald ich das Passwort eingegeben habe, und dann kann ich diese Exportdatei einmal herunterladen. Die habe ich jetzt in meinen Downloads liegen und das war es jetzt eigentlich schon, was wir auf der alten Box gemacht haben. Als nächstes können wir zur neuen Box wechseln. Ihr müsst nur sicherstellen, dass ihr Zugriff auf diese Exportdatei habt. Kommen wir also jetzt zur Inbetriebnahme der Fritzbox Cable 6660. Ich sag das so gerne mit der 666. Naja, hinten seht ihr ein Stromkabel liegen und da schließe ich jetzt die Box einfach mal an. Die Fritzbox braucht ungefähr 2 Minuten zum Hochfahren, so lange sollten wir auch warten. Ist die Box hochgefahren, suche ich mir hinten einen der 5 Anschlüsse aus, die gelb markiert sind, und stecke dort ein LAN-Kabel rein. Das andere Ende des LAN-Kabels geht dann in meinen Computer. Alternativ könnt ihr auch die WLAN-Verbindung benutzen. Hinten auf der Box stehen die Zugangsdaten drauf. Stellt in diesem Setup bitte sicher, dass weder die Fritzbox noch euer Computer zu irgendeinem anderen Netzwerk verbunden ist. Das heißt, wenn ihr die per LAN-Kabel an euren PC anschließt, trennt die WLAN-Verbindung zu eurer alten Box. Verbindet ihr die mit WLAN, sollte an eurem Computer oder Laptop kein weiteres Gerät mit einem Ethernet-Kabel verbunden sein. Das stellt einfach sicher, dass ihr jetzt nicht auf der falschen Box landet und alle Einstellungen umkonfiguriert, obwohl ihr ja eigentlich auf der 6660 landen wolltet. Wenn die Box dann hochgefahren ist, können wir über fritz.box das Webinterface aufrufen. Hier sehe ich auch schon, dass ich auf der 6660 Cable gelandet bin, also bin auf der richtigen. Habt ihr jetzt Probleme, das Interface aufzurufen, schaut mal in die Infokarte, da habe ich mal ein eigenes Video dazu gemacht, wie man auf jeden Fall auf dieses Webinterface kommt. Beim erstmaligen Aufruf vom Webinterface wird man gleich nach der Sprache gefragt. Hier wähle ich in meinem Fall einfach Deutsch aus. Jetzt muss ich das Passwort eingeben. Das steht entweder hinten auf der Box oder im Beipackzettel, der dabei liegt. Auch im nächsten Dialog wähle ich natürlich wieder Deutschland aus. Die Diagnose- und Wartungsdaten erlaube ich jetzt einfach mal, dass sie übertragen werden können. Und jetzt kommt ein Assistent. Den möchte ich aber nicht nutzen, deshalb breche ich den an der Stelle ab. Ich habe ja schon meine Einstellungen zum Importieren, deshalb nehme ich jetzt die. Wenn ihr die Erstanrichtung eurer Box macht, dann empfehle ich euch, den Assistent durchzuklicken. So wie ich auch die Sachen gesichert habe, kann ich sie auch wieder herstellen. Ich klicke links auf System und auf Sicherung und diesmal halt natürlich auf Wiederherstellen. Mit dem Durchsuchen-Button wähle ich dann die Exportdatei, die ich vorher gewählt habe, und gebe das Passwort ein von vorhin. Jetzt muss ich das Ganze nochmal bestätigen, entweder mit einem angeschlossenen Decktelefon. Gut, haben wir offensichtlich keins, weil wir gerade anfangen. Ich klicke also da kein Telefon und kann dann einfach eine Hardware-Taste an der Box drücken. Damit ist das dann auch bestätigt. Ich bekomme jetzt nochmal eine Übersicht über alle Einstellungen, die ich wiederherstellen kann. Angehakt ist standardmäßig noch keine. Ich hake die deshalb nämlich mal an. Ja, ich will alles wiederherstellen, deshalb einfach go. In meinem Fall hat sich auch die IP der Fritzbox geändert, deshalb werde ich die jetzt nicht mehr unter der gleichen IP erreichen. Damit ich die wieder erreichen kann, muss ich in Windows einmal meinen Adapter zurücksetzen oder die ganze Fritzbox einfach nochmal einen Stecker ziehen und neu verbinden, also Ethernet-Stecker ziehen und neu verbinden, damit Windows kapiert, dass sich da jetzt was geändert hat. Lasst jetzt die Fritzbox in Ruhe einmal neu starten, bis die alle Einstellungen übernommen hat. Seht ihr, wie die Lichter blinken, wenn die dann fertig ist. Habt da bitte Geduld. Ihr macht euch mehr Probleme, wenn ihr sie zu früh vom Strom nehmt. Der nächste Schritt bei mir war jetzt, dass ich meine alte Fritzbox-Cable vom Strom getrennt habe, vom Kabelnetz getrennt habe und ersetzt habe mit der neuen Fritzbox-Cable, die ja jetzt schon die ganzen Einstellungen intus hat.
So, das Erste, was wir wohl feststellen werden, wenn wir die Box angeschlossen haben an den Kabelanschluss, dass wir kein Internet bekommen. Um das jetzt zu beheben, bin ich jetzt bei Internet auf Zugangsdaten gegangen. Wenn ihr zum Beispiel Unity Media habt, die gehören jetzt auch zu Vodafone, das kann sich jetzt auch ändern. Aber früher, oder ich glaube auch jetzt noch, ist es so, dass man die MAC durchgeben muss. Die MAC-Adresse, die habe ich euch zwar mal hier verpixelt, aber das ist im Grunde die, die Unity Media an der Hotline braucht, damit sie eure Verbindung freischalten kann mit der neuen Box. Bei Vodafone sieht es anders aus, das zeigt mir hier oben auch schon der Firefox, der sagt nämlich Anmeldeseite des Netzwerks öffnen. Hier unten sehe ich aber auch schon die Adresse avm.de läuft. Die kann ich einmal hier mit dem Tab, also mache ich mit dem dritten Mausklick in einem extra Fenster auf. Und zwar lande ich dann am Ende auf der Aktivierungsseite von Vodafone. Um die Aktivierung durchzuführen, brauche ich Kundennummer und Aktivierungscode. Der Aktivierungscode, der ist mal ursprünglich mit euren ganzen Unterlagen mitgekommen. Falls ihr den nicht mehr habt, könnt ihr den einfach im MyVodafone Kundenportal nachbestellen. Achtet darauf, den per E-Mail zu beantragen und nicht per Post. So, ich habe die Daten mal eingegeben, für euch natürlich verpixelt. Der Aktivierungscode ist eigentlich relativ alt. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch mit der neuen Box noch funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Hier steht jetzt auch die MAC-Adresse. Ich klicke hier beides mal an und sage Kabelmodem aktivieren. Jetzt bekomme ich nochmal meine SIP-Daten angezeigt. Da steht, Sie haben bereits ein SIP-Passwort erhalten. Das ist völlig korrekt. Das habe ich bei der ersten Registrierung erhalten, natürlich in meinem Passwortmanager gespeichert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann kommt jetzt hier euer SIP-Passwort. Lässt sich aber auch jederzeit neu im Kundenportal erzeugen. Da unten die Daten, die sind auch noch wichtig. Habe ich mal ein anderes Video gezeigt, blende ich euch mal in der Infokarte ein, wie mal ein SIP-Telefon anschließt. Dazu braucht man halt eben diese Daten, den SIP-Proxy, den Benutzernamen, den Port, ja, und die Telefonnummer. Die angezeigten SIP-Daten dienen jetzt erstmal primär dazu, die in die Fritzbox einzugeben. Dazu geht ihr im Interface der Fritzbox auf Telefonie und eigene Rufnummern. Die Konfiguration muss ungefähr so aussehen. Bei mir ist der Telefonanbieter Vodafone Kabel. Deshalb muss ich den SIP-Server nicht eintragen. Der ist dann mit der Einstellung Vodafone Kabel bereits hinterlegt. Ich muss dann nur meine beiden Rufnummern angeben und unten als SIP-Benutzername das, was mir vorhin angezeigt wurde, ist in dem Fall meine Kundennummer und das SIP-Passwort, das ich ja schon erhalten habe oder ihr gerade erhalten habt. Jetzt gehen wir noch einmal zurück auf die Vodafone-Aktivierungsseite und da steht, was wir als nächstes tun müssen, nämlich einmal den Router neu starten. Ich gehe hier also auf System, Sicherung, warum auch immer das hier ist, Neustart und klicke einmal auf Neustarten. So, nach dem Neustart hat es auch tatsächlich geklappt. Wie man hier sieht, ich habe meine 500 Mbit down und meine 50 Mbit up hier. Und meine Verbindung ist jetzt dementsprechend hergestellt. Als nächstes würde mich jetzt mal interessieren, wie es denn ausschaut mit meinen Geräten, die angeschlossen waren. Zum Beispiel habe ich einen Repeater konfiguriert gehabt und eine Decksteckdose. Wir schauen uns jetzt als erstes mal die Decksteckdose an, ob die sich wieder verbinden kann. Und wenn nicht, wie wir die wieder verbinden. Und das gleiche machen wir dann auch nochmal mit dem Repeater. Meine Fritzbox DECK 200 Smart Home Steckdose muss ich jetzt wieder koppeln. Dazu drücke ich 6 Sekunden lang die DECK-Taste an der Steckdose selbst und dann nochmal die DECK-Taste 6 Sekunden auf der Fritzbox. Sobald die DECK-Lampe an der Steckdose durchgängig leuchtet, war die Kopplung erfolgreich. Der nächste Schritt besteht nun darin, den Repeater 3000, den ich vorher angeschlossen hatte, in den Werkszustand zu setzen, sodass wir ihn wieder von vorne neu konfigurieren können. Dazu drücke ich zwischen 10 und 15 Sekunden lang die Connect-Taste und achte auf die Blinksignale des Repeaters. Nach dem Zurücksetzen warten wir einfach, bis der Repeater wieder sein Funknetz ausstrahlt. Das kann ich einfach in Windows oder auf Android in meiner WLAN-Übersicht sehen. Sobald dort wieder das WLAN Fritz Repeater 3000 auftaucht, war das Zurücksetzen erfolgreich. Die Kopplung des Repeaters 3000 kann man jetzt auf verschiedene Wege einleiten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das über die Hardware-Taste zu machen. Das hat verschiedene Vorteile. Unter anderem ist dann die Einstellungsübernahme direkt aktiv und zum anderen ist der Repeater dann direkt ins Meshnetz der Fritzbox eingebunden. Hat man also einmal den Repeater so gekoppelt, indem man die Connect-Taste am Repeater und nochmal an der Fritzbox drückt, ist eigentlich nichts mehr zu tun. Im Webinterface kann man dann noch überprüfen, dass das Mesh-Symbol sowohl an der Fritzbox als auch am Repeater klebt. Damit ist jetzt von meiner Seite die Einrichtung abgeschlossen. Nochmal zusammengefasst, wir haben die Fritzbox-Cable mit einer Einstellungsübernahme in Betrieb genommen, haben im Vodafone-Aktivierungsportal die Fritzbox aktiviert, danach haben wir unsere Deckgeräte, in meinem Fall die Smart-Home-Steckdose, gekoppelt und der Repeater musste auch nochmal neu gekoppelt werden. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Im Abspann bekommt ihr jetzt noch weitere Videos zum Thema Fritzbox und ich freue mich natürlich auch über ein Abo von euch.